Freunde, wie geht's euch? Was geht ab? Wir gucken heute den Annie the Duck Skandal. Ich habe schon einen TikTok davon gesehen, dass da irgendwas los ist. Und wir fragen uns natürlich alle, was da jetzt los ist mit der guten Annie. Wir legen los. Auf geht die Reise. Ja, let's fucking go. Der Hut wurde angezündet, meine Freunde, und ist auf jeden Fall jetzt gerade am Brennen. Wenn man sich die Twitter-Trends anschaut, dann sieht man, was genau die Leute im Moment beschäftigt. Und das ist eben Annie the Duck, Reefed und T-Tech. Nein, Real Talk, jetzt hat gestern eskaliert das Drama rund um die Twitch-Streamerin Annie, die zusammengerechnet über 3 Millionen Follower hat, komplett. Und ursprünglich habe ich auch gedacht, dass das ein bisschen zu verstrickt wäre oder sowas, das ganze Thema. Aber nachdem halt jetzt Reefed da auch noch was dazu gesagt hat und nachdem ein bisschen Zeit verstrichen ist, habe ich mir gedacht, okay, ich kann da auch mal ein bisschen meine Plattform nutzen. Also, was ist überhaupt passiert? Naja, Annie und die Streamerin Moki waren bis vor kurzem jahrelang miteinander befreundet, okay? Sie haben mehrere Streams gemeinsam gemacht, wo sie zum Beispiel hier, da hat man mal miteinander gebacken, da hat man einen Real Talk getalkt, ja, und hin und wieder mal sogar mit anderen Leuten gestreamt, wie zum Beispiel mit Shuyoka. Oh. Digga. Uiui. Brother, Shuyoka. Ich nehme gerade auf. Ja, hallo? Yo, habe ich da Shuyoka gehört? Gibt's etwa neuen Content? Auf jeden Fall sind die beiden seit 2018 ungefähr befreundet. Zumindest habe ich sie da das erste Mal in einem Video gemeinsam gesehen. Aber auch abseits von Social Media haben sie miteinander zu tun gehabt. Ende letzten Jahres hat sich das Verhältnis dann aber aus irgendeinem Grund aufgelöst. Na, ich glaube, das Bug-Video war sogar das letzte, was gemeinsam hochgeladen wurde. Das letzte gemeinsame Collab, das war am 22. Oktober. Und in der Zeit wurde Moki irgendwie ein bisschen auffällig abwesend. Also sie hat Streams ausfallen lassen. Sie war hier und da mal nicht wirklich unterwegs auf Social Media. Und sie hat auch einen Sabaton, den sie eigentlich angekündigt hat, gar nicht ausgeführt. Wenn das jetzt einfach nur so ein kleiner Bitchfight wird, werde ich aber sauer, Jungs. Also wie gesagt, ich habe bis jetzt noch gar keine Ahnung von irgendwas gerade. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was da bei Annie the Duck abgeht oder so. Oder was da gerade der Stress ist. Aber ich hoffe einfach, dass es zu Recht irgendwas Gutes ist. Oder zumindest hat sie den, ich weiß nicht, vielleicht hat sie ihn verschoben, aber sie hat ihn auf jeden Fall zu der Zeit, wo er geplant war, eben nicht gestartet. Und 11 Tage danach, nach diesem Bug-Video, was sie gemeinsam gemacht haben, hat sie auf Twitter dieses Statement hier geschrieben. Einige wissen, dass jetzt eigentlich der Sabaton laufen sollte. Bisher war ich noch nicht fähig, ein Update zur Absage der immer seltener werdenden Streams und meinem immer weiter abkackenden Aussehen zu machen. Vor einem Jahr sind meine Depressionen durch Ghosting, Missbrauch und Verlust schon so schwer geworden, dass Arbeit und Alter kaum noch stemmbar waren. Trotz hoher Dosis Medikamente und viel professioneller Hilfe kriege ich manchmal keine Luft mehr. Ich arbeite mit Selbsthilfe, mache täglich Sport und ziehe mich langsam aus dem Gift raus, das mich umgeben hat, indem ich für mich einstehe. Das klingt schon sehr krass, aber das ist halt auch absichtlich irgendwo so ein bisschen vage formuliert, deswegen man weiß jetzt nicht, ob Annie damit gemeint war. Das weiß man auch heute nicht, by the way, aber es ist halt wahrscheinlich, dass sie es damit war, aber dazu kommen wir gleich. Jedenfalls war das damals schon auffällig, nachdem dann die nächsten 6 Monate, die darauf gefolgt haben, kein Kontakt zwischen Annie und Moki stattgefunden hat. Und da haben sich die Leute gefragt, ey, ist da irgendwas passiert? Und damit springen wir auch in die Gegenwart, weil vor 2 Tagen erst hat Moki mal wieder live auf Twitch gestreamt, in ihrem Garten, schätze ich jetzt mal, keine Ahnung, oder fremder Garten. Es war auf jeden Fall ein reiner AMA-Stream, also ein Ask Me Anything-Stream, in dem Zuschauerfragen im Chat beantwortet wurden. Am Anfang war das noch ganz chillig, bis auf den Fakt, dass sie fast aus ihrer Hängematte rausgefallen wäre, aber gegen Ende vom Stream ist dann die Stimmung ein bisschen gekippt. Da gab es eine Dono-Sub. Was für eine Dono? Wann du wieder was mit Annie machst? Anni. Bruder, mein Lebensinhalt ist nicht diese Person. Und schon gar nicht eine solche Person. Sie dreht ja voll durch. Scheiße, Mann, meine Liebe. Keiner hier hat eine Ahnung, was zwischen dir und Annie the Duck vorgefallen ist. Anstatt dieses Drama hier zu machen, könntest du einfach mal aufklären, was los ist. Es würde allen Leuten helfen und würde auch aufhören, wenn du keinen Bock auf Annie hast, was du offensichtlich nicht hast. Dann wird es auch aufhören, dass die Leute fragen, was mit Annie los ist, weil dann jeder weiß, was mit Annie los ist. Ja, Bruder. Brother, Mein Gott. Sohn, okay? Keine Sekunde mehr werde ich dieser Person, einer so schrecklichen, brutalen Person, noch Macht über mich geben. Ich würde das alles hier gerade im Stream gar nicht erzählen, okay? Aber ich habe die Schnauze voll. Ich bin so wütend einfach, weil ich das jeden Tag über mich ergehen lasse. Jeden verfickten Tag. Ich kann das nicht mehr. Es geht hier niemandem irgendetwas an, was passiert ist. Ich sage euch nur, dass etwas passiert ist. Und ich sage euch nur, ihr verehrt da jemanden, den ihr nicht kennt. Ich gehe davon aus, dass die meisten... Ja gut, also meine Liebe, ich sage mal so, wenn du aufklären würdest, was da passiert ist, würden die Leute sie vielleicht auch nicht mehr verehren oder so. Also, schwieriges Thema als Persönlichkeit des
öffentlichen Lebens. Ja, also zu sagen, dass irgendwas los ist, aber nicht zu sagen, was los ist, hilft natürlich der ganzen Geschichte nicht in der Öffentlichkeit. Wenn es dich abfuckt, dass die Leute aus der, also deine Zuschauer, dich halt über Sachen ausfragen und du dann sagst, ja, es ist zwar was los, aber ich sag euch nicht, was los ist, dann machst du das Problem ja nur noch schlimmer. Von euch den Clip schon mal gesehen haben und ich war im ersten Moment auch komplett geschockt. Allein schon, wenn man halt merkt, so das sind reale Emotionen, so das hast du jetzt nicht geplant, dass du das am Ende von einem 4-Stunden-Stream oder sowas raushaust. Und im Anschluss auf den Stream hat sie dann nochmal einen Tweet hinterhergeworfen, in dem sie nochmal untermauert, wie schlimm die Beziehung zwischen ihr und Annie eigentlich war. Bisher wurde nicht kommuniziert, dass Annie the Duck und ich keine Beziehung mehr pflegen, weil es ihr Wunsch war, dass nichts nach außen gelangt. Jahrelang wurde ich emotional missbraucht, ausgebrannt, manipuliert und instrumentalisiert. Ich habe durch ihren anhaltenden Psychoterror eine Nervenkrankheit, chronische Spannungsschmerzen und Stressausschlag am ganzen Körper entwickelt, habe regelmäßig Panikattacken und Ohnmachtsanfälle. Sie hatte außerdem noch posttraumatische Belastungsstörungen entwickelt und möchte auch gar nicht mehr mit Annie the Duck in Verbindung gebracht werden. Ich würde mal behaupten, der Satz, obwohl ich schon letztes Jahr einen öffentlichen Tweet gemacht habe, würde implizieren, dass dieses erste Statement, was wir uns vorhin angeschaut haben, dass es halt auch darauf, genau auf diese Situation abspielt. Das Ganze hat sich also erstmal auf TikTok so ein bisschen ausgebreitet, wo Annie, genau wie auf Instagram auch, erstmal ihre Kommentare deaktiviert hat, was irgendwo auch verständlich ist. Ich glaube, sie hat auch im ersten Moment nicht so wirklich so die Zeit gehabt, um jetzt konkret darauf einzugehen. Ich meine, sie war ja immer bei der neuen Garfield-Premiere. Das kommt in meine Top 10 Momente meines Lebens, glaube ich. Ja, das glaube ich dir gerne. Forza ist auf jeden Fall fertig runtergeladen. Für die Leute, die es interessiert, Sony, die den Film produziert haben, wo Annie the Duck auch eine Synchronsprecherstimme übernommen hat, hat mittlerweile auch ein Statement gepostet, wo sie schreiben: Wir beobachten die jüngsten Vorwürfe gegen Annie aufmerksam und nehmen diese sehr ernst. Aktuell stehen wir im engen Austausch mit dem Management und erwarten eine offizielle Stellungnahme. In der Zwischenzeit ist natürlich viel abgegangen. Na, Leute haben angefangen zu Ich frage mich aber ganz ehrlich, was soll dir so eine zierliche kleine Annie the Duck eigentlich antun? Also, hat die da irgendwie einen scheiß Vertrag unterschrieben mit der oder sowas? Also, was genau soll da denn groß passieren? Keine Ahnung, Mann. Also, ich bin jetzt zwar nicht hinter den Kulissen, aber wenn einer von euch da ein bisschen mehr Informationen hat, Runden rein in die Kommentare, ne? Runden rein, man kennt ihn. Zu spekulieren, Leute haben TikToks gemacht, Leute haben dies und das und jenes behauptet, einfach aus, weißt du, auf Freestyle-mäßig angelehnt und sowas, aber vor allem sind andere Influencer, die halt auch mit Annie befreundet sind oder befreundet waren, damit reingezogen worden. Insbesondere wurde Reef da auch groß gehandelt, weil Moki in ihrem Stream das hier gesagt hat. Bruder, was denkt ihr denn, warum Toni seit einem Jahr nicht mehr streamt oder so? Kurz zusammengefasst, Reefed und Annie the Duck haben im Sommer 2021 verkündet, dass sie jetzt zusammen sind und gerade... Genau, das wollte ich schon gerade sagen, das hat man doch mal gehört, dass Reefed und Annie the Duck zusammen sind. Dass nur meine Mitbewohnerin, Meme zieht maybe nicht mehr so ganz und sagt, wie es ist, wir uns auf Knutschen im Park gekannt, dass wir länger gerne bleiben können. Nächsten Woche gibt es noch, wie wir heiraten. Liebe Grüße, eure Annie. Wenn die Beziehung zwischen denen 1,5 Jahre gedauert hat und es um diese Thematik geht und es heißt, yo, Reef streamt nicht mehr wegen Annie, dann hat das schon was zu bedeuten. Immerhin war sie seit Monaten nicht mehr regelmäßig live und hat in ihrem Wir-müssen-reden-Video damals gesagt, so dass sie sehr starke körperliche Belastung halt gespürt hat durch den ganzen Stress, den sie im privaten Leben hat. Sie hat unter anderem auch einfach angefangen, Blut zu spucken. So wie sie das jetzt aber in ihrem Stream erzählt hat, ist das wahrscheinlich eher... Oh, ist Annie the Duck irgendwie ein Dämon oder sowas? Der ist ja unglaublich. Blut zu spucken. Okay. Auf die Beziehung gemeinsam mit Annie zurückzuführen. Ich habe tägliche Kopfschmerzen, wo ich nicht wusste, wo die herkommen. Der Grund für die Kopfschmerzen ist eine Muskelverspannung im gesamten Körper. Das Problem an dem Ganzen ist, dass es nicht so leicht zu behandeln ist, weil der eigentliche Grund, warum ich diese krassen Muskelverspannungen habe, ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Vermutlich aus der Zeit dieser Beziehung. Das beinhaltet auch viele andere Sachen, die ich habe, wie zum Beispiel die Schlafstörung, der ständig hohe Puls, viele weitere psychische... Bro, also Monte freut sich gerade wirklich, dass Andy the Duck damals nichts von ihm wollte, ne? Als er, wisst ihr das noch damals, als Monte gesagt hat, oh, schöne Achseln, bla 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 und so, ne? Vor so 4, 5 Jahren oder so. Ich glaube, der sitzt gerade zu Hause in seinem Rentnerhaus und freut sich einfach, dass Andy the Duck nie was von ihm wollte. In Nebenbegleitung. Diese gesamte Beziehung war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja, ich habe später herausgefunden, dass ich in einer Dissoziation gelebt habe. Und das ist auch ein wesentliches Merkmal von Trauma, dass du in der Dissoziation diese krassen Gedächtnisverluste hast. Und das wurde so viel schlimmer, dass ich zum gewissen Punkt einen Todesfall in meiner eigenen Familie vergessen habe. Meine Mutter hat mir dann eine Woche später geschrieben, dass heute der Tag ist, an dem die Beerdigung ist.
Und ich habe sie daraufhin gefragt, um welche Beerdigung es denn geht, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, dass jemand gestorben ist. Die zwei Hauptthemen für mich waren aber zum einen die Beziehung zwischen den beiden, also wie es darin abgelaufen ist. Und da gab es zum Beispiel den Moment, wo Reeved auf Annie zugegangen ist und gesagt hat, so, yo, ich glaube, ich falle in ein depressives Loch. Und Annie hat dann oder soll dann gemeint haben, nee, das glaube ich dir nicht, weil du bist ja immer so gut drauf. Das ist auf jeden Fall eine 10 von 10 Diagnose. Aber warte mal. Das erinnert mich an irgendwas. Ich würde sagen, ich bin eigentlich ein ziemlich glücklicher Mensch, aber ich habe auch viele, viele Jahre mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt. Manche sagen so overmutig, dass du darüber gesprochen hast, aber tatsächlich habe ich viel, viel mehr Leute bekommen, die gesagt haben, hey, ich fühle mich auch manchmal so, ich habe das auch, ach krass. Es ist krass zu sehen, dass auch jemand, den ich bewundere und toll finde und so für so perfekt halte wie dich, dass du die gleichen Gefühle hast wie ich. Ich glaube, wir sollten alle darüber reden, was wir fühlen. Ey, what the fuck? Aber das ist bei weitem auch noch nicht alles. Also Reeved soll tatsächlich auch von Annie runtergemacht worden sein in der Beziehung, was vor allem ihr Aussehen betrifft. Was fast täglich Thema war, war Bodyshaming. Ich hatte zu viel auf den Hüften und war nicht mehr attraktiv. Dann habe ich zu wenig auf den Hüften gehabt und sah fast aus wie Sophia Thiel und das fand sie nicht mehr attraktiv. Ich habe meinen Eyeliner falsch gemacht, mein Make-up würde falsch sein, ich würde meine Haare falsch stylen, Fischerhüte stehen mir nicht mehr, ich soll zum anderen Friseur gehen, all das, diese ganzen Kommentare, diese ganzen kleinen Sticheleien, diese, guck mal, die Person finde ich super attraktiv und es ist das komplette Gegenteil von mir, dieses ständige Runterspielen von mir als Person, meinem Selbstwertgefühl. Ich finde Reeves Kommentare so geil, ne? Diese ganzen Leute, die hier reinschreiben, du bist so toll, Tony, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Wirklich, also Reeves Community ist ja so süß, das sind ja so süße Menschen. Gefühl, meinem Selbstwert, Selbstbewusstsein, all diese Sachen waren für mich. Digga, what the fuck? So eine Narzisstin, mir wird übel. Brother, Brother, das geht gar nicht, Brother. Brother, Mich täglicher Shit. Das für mich zweite große Thema aus dem Stream war der Punkt mit den Katzen, mit Annies Katzen, weil das entspringt auch aus dem einen Tweet, den Moki nach ihrem Stream gepostet hat. Ihr wisst, was ich meine. Da schreibt sie nämlich, dass sie neben Übergriffen, Missbrauch auch Tierquälerei erlebt hat. Und damit meint sie halt eben genau das Verhalten von Annie gegenüber ihren Katzen. Scheinbar hat sie nämlich zwei Katzen gehabt, die sich gegenseitig überhaupt nicht leiden konnten und auch schon wirklich physisch sehr aggressiv. Ich meine, ihr weißt, wie Katzen sind, ja. Ich weiß es. Brauchen wir uns nichts vormachen. Die Viecher sind deppert, ja. Aber was Reeved erzählt hat, das geht wirklich überhaupt nicht. Zwei von den Katzen haben sich abgrundtief gehasst. Das war unfassbar schlimm. Jeden Tag waren überall Fellbüschel nach einem Streit blutig aufgekratzt. Die kleine Katze wäre fast auf einem Auge blind geworden und musste dann eine Augenbehandlung machen. Auf der gesamten Seite kein Fell mehr, weil die Katze sich vor Stress das Fell ausgebissen hat. Als wir noch zusammen waren, habe ich gesagt, diese Katze müssen getrennt werden. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie weiß, dass es der bessere Weg wäre. Aber sie will das nicht, weil sie die Katzen braucht. Und deswegen kann sie keine Katze abgeben. Sie will mir Maron nicht geben, weil sie mir im Leben nichts geben will, was mich ansatzweise glücklich machen würde. Das war für mich aber wirklich so die Cherry on top. Ja, okay, wenn die irgendwie die Katzen gekauft hat, dann kann ich es verstehen, dass sie sich da so das Wunschdenken bildet, dass sie sich vielleicht irgendwann doch mal verstehen können, die Katzen so. Keine Ahnung. Also das kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Der Rest, wenn der Rest stimmt, dann bin ich sehr beeindruckt im Negativen. Wenn es den Damen so schlecht ging durch Annie the Duck, aber ich wüsste halt nicht, was die kleine, zierliche Tante da machen soll. Also ganz ehrlich, wenn ich mit der zusammen wäre und die würde mir sagen, ja, mir passt das nicht, wie du aussiehst, ja, dann piss dich halt, was ist dein Problem? Geh halt. Also, mir fällt es auch wirklich schwer, da zu erkennen, wie ich dann noch hätte noch besser agieren sollen. Ich habe wirklich viel nachgefragt. So, ich glaube, das, ach, keine Ahnung, Mann. Jungs, wir waren nicht dabei. Wir sind nicht dabei gewesen. Keine Ahnung, was da los war. Top of the Dings war wie Annie über ihre Fans redet. Das ist Bombe. Diese Frau hasst ihre Fans, hat sie schon gesagt, dass sie keinen Bock hat, jetzt zu ihren ekligen, schwitzigen Scheißfans zu gehen. Ich dusche einmal die Woche. Vielleicht zweimal, wenn ich richtig Bock habe. Aber ich hasse duschen. Ich finde, das ist so inconvenient. Man muss mich nicht riechen, man muss mich nur angucken durch die Kamera. Ihr riecht mich nicht, das ist scheißegal. Und ich genieße das sehr, in meinen vollgeschwitzten, mega gammeligen Pyjama und meiner dreckigen Jogginghose zu Hause zu chillen und die Freiheit zu haben, dass mich keiner riechen muss. Also das ist jetzt peinlich. Ja, also ganz ehrlich, ob das jetzt real ist oder nicht, dass die Anti-Duck so ist, ist halt dahingestellt, weil wir können es nicht bestätigen. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, warum eine Reeved so etwas behaupten sollte und warum auch die andere Mew blablabla Tante das so behaupten sollte, sehe ich halt keinen wirklichen Grund für, ne? Also
Man kann schon annehmen, dass die Annie the Duck so drauf ist auf Negativmodus, aber gleichzeitig könnte die Reef doch einfach nur übel pissig sein auf die oder so. Freunde, ihr wisst, wie es ist. Gerade nach Beziehungen, da kann es einfach sehr nach hinten losgehen. Natürlich haben wir jetzt 2 gegen 1, da steht natürlich Annie the Duck ein bisschen blöd da, aber ganz ehrlich, Freunde, urteilt nicht zu vorschnell. Nicht zu vorschnell urteilen, denn wir waren alle nicht dabei. Wir haben keinen Beweis, zumindest nach meinem aktuellen Wissen. Wenn ihr einen Beweis habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich persönlich frage mich halt einfach, wie will Annie da wieder wegkommen? Selbst wenn sie ein Statement macht, was genau möchte sie denn sagen? Es ging darum, dass wenn es ein Schönheitswettbewerb wäre, wo es darum geht, die Schönheit des typisch deutschen Phänotyps zu repräsentieren, dann... Pass auf, um jetzt aber nochmal ganz kurz auf dem Boden der Realität zu bleiben, das sind bis jetzt alles nur Anschuldigungen. Bis jetzt hat es noch kein Statement gegeben von Annie, ich hätte das gerne hier eingeblendet. Ich habe bis zur letzten Sekunde gewartet von diesem Video, bis ich es gepostet habe, ob jetzt noch irgendein Statement kommt oder nicht. Falls noch eins gekommen ist, dann blende ich euch das jetzt hier oben ein. Nochmal, es ging darum, dass wenn... Okay, was halt jetzt noch fraglich ist, ist, was andere Leute aus ihrem Umfeld dazu sagen. Ich meine, bis jetzt haben wir gehört, dass Reefed und Moki, ich sage mal, nicht gerade super happy waren mit dem Umgang, den sie experienced haben. Und ich meine auch, Jasmin Knu soll zum Beispiel sehr mistreated worden sein. Also sie hat Cosplay gemacht damals, Knu hat Cosplay gemacht. By the way, fucking cool. Ich möchte nicht biased sein, ja, aber wesentlich fucking besser, als Diane das gemacht hat. Ja, Entschuldigung. Und anscheinend soll sie, nachdem sie bei so einem Fotoshooting war, wo sie halt Cosplay-mäßig da am Start war und sowas, soll sie dann eine Sprachnachricht von Annie bekommen haben, die sie so fertig gemacht hat, dass sie einfach gesagt hat, okay, ich scheiß drauf, ich lass Cosplay einfach. Nova hat sich zum Beispiel auch schon öffentlich ausgesprochen gegen Annie und auch andere Leute wie Julian Bam, der eigentlich damals auch schon gut mit ihr war, also der hat auch wirklich ein Video oder mehrere Videos mit ihr gedreht und sowas, der hat, ich sag's mal, der hat durchklingen lassen, dass er jetzt nicht der größte Fan mehr von ihr ist. Why nicht Annie, das sehe ich die ganze Zeit, diese Frau werde ich niemals in meinem Leben raiden. Deswegen frage ich mich. Auf Twitter machen jetzt noch ein paar Leute die Runde, die auch Experiences mit Annie gemacht haben. Fairerweise blende ich da jetzt einfach mal einen ein, der hat sich anscheinend als Cutter beworben. Im Jahr 2021 war ich selbstständig im Bereich Videoschnitt und wurde durch eine Person weitergeleitet zu Annie the Duck bzw. ihrer damaligen Managerin. Im Zuge dieser Zusammenarbeit sollte ich künftig die Videos auf ihrem Zweitkanal schneiden. Ich habe daraufhin ein aufwendiges Intro selbst erstellt und das erste Video geschnitten. Auch nach 2 Wochen bekam ich keine Antwort, woraufhin ich erneut den Kontakt suchte und mir geraten wurde, das Video etwas anzupassen. Auch das erledigte ich wenige Zeit später. Daraufhin wieder mehrere Wochen Funkstille. Einen Monat später dachte ich, dass sie jemand anderen gefunden haben und wollte dennoch einmal kurz den Kontakt zu Annie selbst suchen, da mir aufgefallen ist, dass genanntes Intro, welches ich erstellt habe, schlichtweg kopiert wurde. Ich wurde von meiner Arbeit weder entschädigt, noch habe ich jemals eine Antwort bekommen. Nach meiner letzten Nachricht wurde ich schlichtweg von ihr blockiert und hatte keine Möglichkeit mehr zu schreiben. Professionalität stelle ich mir anders vor. Auch da weiß ich jetzt nicht zu 100%, ob das jetzt so real ist oder nicht. Ja, da muss ich auch sagen, das ist wieder das typische Beispiel von... Kann real sein, kann nicht real sein. Also auch das ist eine Sache, die ich Annie the Duck nicht vorwerfen würde. Weil ihr wisst, Freunde, also selbst ich habe mittlerweile Leute, die einfach übel Bullshit in den Kommentaren labern, auf egal welcher Plattform. Und wenn du dann so eine riesen Popularity wie Annie the Duck hast, ist halt kritisch. Aber wenn sich halt ein Julian Bam, eine Gnu, eine Reef, eine Mue Shugu, wenn sich die ganzen Leute dazu äußern, ist natürlich auch schon mal ein Statement in der Hinsicht, ne? Nicht dabei, ne? Ich bin nicht neben dem Gesetz und so, sondern ich meine, ich sage jetzt mal so, wenn das so gewesen ist und er ein Intro erstellt hat und dieses Intro nochmal überarbeitet hat und dann nachfragt so, yo, wie schauen wir eigentlich aus? Und dann blockiert wird so, das ist... Was aber dazu auch noch ganz gut passt, ist, dass unter dem Video von Lenzen zu Annie the Duck der vermeintliche Zweitkanal-Cutter auch noch ein Statement abgegeben hat und da schreibt er, ehemaliger Zweitkanal-Cutter und Moderator hier, mir wurde immer mehr Aufwand auferlegt. Ich sollte jeden Tag Videos raushauen, selber die täglich Stunden an Streams durchschauen nach Themen, die man zu Videos machen kann. Auf Rückmeldungen, dass es etwas hart sei, wurde ich fertig gemacht. Wurde dann unter irgendeinem Vorwand dann irgendwann rausgeschmissen und vor den Tausenden von Viewern ohne Namen, aber jeder, der mich kannte, wusste, dass ich gemeint war, schlecht geredet, wie kacke und überheblich ich war. Hab außerdem gelegentlichen Stream-Shoutout keinerlei Credits für meine Arbeit erhalten. Unser Bekanntenkreis überschneidet sich ja etwas, Lenny. Das ist, weil er unter dem Video von Lenny kommentiert hat, ihr wisst schon. Ich habe auch Gespräche mit Leuten gesprochen und habe genau das gleiche gehört. Diese Frau ist absolut schrecklich. Overall kommen wirklich im Stundentag gefühlt neue Informationen ans Licht. Da muss man wirklich aufpassen, was jetzt genau real ist und was nicht. Ich habe auch aktuell gar keinen Plan, wie sie da irgendwie wieder rauskommen will. Also ich persönlich, mein Guess, mein humble Guess ist, dass sie ein Statement machen wird in Form
Form von Text auf ihrer, in ihrer Instagram-Story oder auf ihrer Instagram-Page oder sowas, dass sie jetzt als Person an sich arbeiten wird oder so. Entweder das oder fucking Ukulele. Wichtig dabei ist, dass man differenziert zwischen Kritik und Hate, deswegen schreibt jetzt keine Hate-Kommentare. Ihr könnt es eh nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass man sich das Statement auch von ihr anhört, sobald eins kommen wird. Und ah ja, krass, ich sehe gerade auf Instagram, 12 Uhr kommt ein Statement, also sollte eigentlich schon online sein. Vielleicht, Freunde, wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare, dann schauen wir uns ihr Statement nochmal extra an. Dass dann einfach die betroffenen Personen da die Unterstützung finden, die gerecht wäre. Freunde, wie seht ihr das? Wart ihr vielleicht damals schon Annie the Duck Fan und seid jetzt irgendwie enttäuscht? Oder glaubt ihr, das ist Bullshit? Oder glaubt ihr, sie kann das mit einem Statement nochmal irgendwie korrekt biegen oder nicht? Ich weiß es nicht. Lasst mich gerne wissen in den Comments. Moments, meine Freunde, lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich. Kaiser hat gar keinen Bock mehr, macht einfach blablabla. Ja, Freunde, also der war nicht mal unbedingt interessante Thematik, muss ich sagen. Ist einfach so ein Hin und Her. Ich frage mich halt wirklich weiterhin, was dir so eine Andy Duck antun soll, dass es dir so beschissen geht und so, ne? Aber gut, wie gesagt, wir schauen vielleicht nochmal ganz in Ruhe und Zufriedenheit ihr Statement an, wenn ihr Bock habt darauf. Und dann würde ich sagen, meine lieben Jutzen, hören wir uns beim nächsten Video. Kuss, kuss, Freunde. Au revoir. Macht's gut. Und ciao.